Herr Julian, heute jetzt 3-3 gegen Chemnitz. Ist es am Ende noch ein gewonnener Punkt oder eigentlich zwei verlorene? Ja, schwer zu sagen jetzt. Ja, es war eigentlich ein Spiel, das wir gewinnen mussten. Deswegen ist schon, dass wir so, dass wir, ja, glaube ich, alle enttäuscht sind. Ja, wir sind zweite Halbzeit angelaufen. Hatten jetzt ja, vielleicht ein, zwei gute Chancen. Vielleicht rutscht mal irgendwie einer durch für uns, dass wir mal in Führung gehen dann in so einem Spiel. Und ja, sind dann immer gut zurückgekommen. Aber ja, im Endeffekt bringt der Punkt eigentlich ja, ziemlich wenig. Wenn man in der 89. Minute dann 2-3 hinten liegt ist, oder 2-3 kassiert, ist es dann trotzdem noch, kann man sich dann über das 3-3 überhaupt noch freuen? Ja, ich glaube, man hat die Reaktion ja gesehen, dass wir ja, den Ball direkt aus dem Tor geholt haben und ja, das 4-3 noch machen wollten, irgendwie, auch wenn jetzt die Zeit knapp war. Deswegen ja, ist trotzdem ein bisschen Enttäuschung da. 10 Spiele jetzt nicht gewonnen, ja, 3 Tore heute gemacht, 3-mal den Rückstand aufgeholt. Die Moral ist trotzdem da in der Mannschaft. Ja, das Problem ist, dass wir einfach die Gegentore zu einfach kriegen. Das, ja, das ist einfach blöd. Wir haben jetzt gegen Groß-Asbach geführt, gegen Ingolstadt geführt und heute auch wieder ja, die Moral bewiesen, dass wir Tore schießen können, aber wir müssen einfach die Null irgendwie halten. Wir hatten uns sehr viel vorgenommen, gerade nach dem letzten Spiel in Ingolstadt, glaube ich, das war ein sehr gutes Spiel von uns. Haben wir uns leider nicht belohnt, weil wir auch zu einfach Gegentore bekommen haben und ja, das hat sich heute leider so fortgeführt. Und allgemein wird es, glaube ich, schwer, wenn man jedes Spiel praktisch 3 Tore mindestens machen muss, um einen Punkt zu holen oder auch mal zu gewinnen. Dann ist es einfach schwer in der Liga. Jetzt habt ihr, wie gesagt, trotzdem zwar 3-mal hinten gelegen und trotzdem noch einen Punkt geholt. Ist das, kann man sagen, die Moral ist trotzdem da in der Mannschaft? Ja, definitiv. Ich glaube, das ist gerade in der Phase, wo wir sind, nicht selbstverständlich, dass man immer so zurückkommt dann. Und, ja, aber nichtsdestotrotz ist wieder nur ein Punkt rausgekommen, das ist rausgekommen und ich glaube, das ist in unserer Phase gerade einfach zu wenig gegen Chemnitz. Kann man sagen, es war ja bei Chemnitz, die stehen auch nicht viel besser in der Tabelle. War schon ein sehr zerfahrenes Spiel, beide Mannschaften sehr nervös, kann man das so sehen? Ja, es klingt immer wie eine Ausrede, aber ich glaube, der Platz, der gibt auch seinen Teil dazu, dass man hier in Münster wahrscheinlich bei den Heimspielen kein technisch hochwertiges Spiel sehen wird, weil ja, das teilweise einfach nicht möglich ist. Ja, deswegen muss man halt die Tugenden an den Tag legen mit ja, Kampf und Laufbereitschaft, das Ding schaukeln und ja, dann einfach sich noch mehr dagegen wehren, Gegentor zu kriegen. Jetzt geht es nächste Woche Montag erst weiter gegen Braunschweig. Ja, es wird auch mit sich ein hartes Spiel, sind oben oder auch wenn sie heute, glaube ich, verloren haben, aber wie geht ihr das an? Wie habe ich nicht ganz. Also wie geht es denn nächste Woche gegen Braunschweig, dann wie geht ihr das Spiel an? Ja, genau wie heute. Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen und ja, ich denke, man sieht immer wieder Ansätze. Gerade offensiv klappt das gerade schon sehr gut. Wie gesagt, wir machen, glaube ich, jedes Spiel mindestens 2 Tore die letzte Zeit. Außer gegen Asbach, glaube ich, nur 1. Aber ja, wir müssen aber dran ansetzen, dass wir weniger Gegentore kriegen und ja, dass uns vielleicht auch mal ein 1-0 dann reicht zu Hause. Ja, also 3 Tore geschossen, das ist positiv. 3 wieder bekommen, ist eine Katastrophe. Ja. Wenn wir da unten rauskommen wollen, müssen wir halt die ernste Lage jetzt erkennen. Aber wir dürfen halt auch im Kopf nicht zusammenkommen, also komplett zusammenbrechen. Deswegen, ich probiere positiv zu bleiben. Und ja. Sind das einfach noch zu viele Fehler hinten? Kann man sich das erklären? Das ist einfach, auch das war ja in Ingolstadt davor auch schon immer so viele Gegentore kommen. Ich glaube, wenn wir im Schnitt ein Gegentor bekommen würden pro Spiel, jedes Spiel ein Gegentor oder 2 sogar, hätten wir jetzt schon 15 Punkte mehr. Ja, wir müssen uns halt hinterfragen, warum wir in den wichtigen Duellen dann immer quasi das Bein nicht so davor bekommen, dass wir den Schuss blocken, dass wir, ja, ich weiß es nicht, dass wir nicht mit kompletter Gier da das Tor verteidigen wollen, mit allem, was wir haben. Und wie gesagt, wiederhole ich mich auch, das ist keine, also wenn ich da höre, hübsch raus oder sowas, was soll denn der Trainer da machen? Wenn wir auf dem Platz das 1 gegen 1 verlieren. Hat jeder gesehen, das System hat gepasst auf den Gegner. Wir haben gut gespielt offensiv. Und defensiv, da müssen wir uns halt an die Nase fassen. Aber trotzdem jetzt 10 Spiele nicht gewonnen, kann man die Fans nicht trotzdem auch ein bisschen verstehen, dass da Unmutsäußerungen da sind? Ja, normal, aber ja, im Endeffekt sind wir es ja, die auf dem Platz verbocken. Und wir müssen uns halt dieser Verantwortung langsam stellen. Ist nicht schön, aber ja, im Endeffekt, wir führen das Ding aus. Und wir müssen halt jetzt langsam mal liefern. Jetzt hast du heute dein zweites Saisontor, also richtig Freunde darüber kannst du dich wahrscheinlich auch nicht. Oder nimmt man das positiv mit aus dem Spiel? Ja, für mich selber ist es positiv natürlich. Und ich probiere natürlich dann auch, weil es das Selbstvertrauen einfach auch steigert, die Mannschaft dann quasi mitzuziehen. Oder was heißt mitzuziehen, aber einen positiven Effekt auf die Mannschaft dann zu übertragen. Weil es mir natürlich ein bisschen Selbstvertrauen gibt, aber freuen darüber, Fehlanzeige. Also nach so einem Spiel ist es schon schwer zu sagen, dass man glücklich ist nach dem Tor. Irgendwo habe ich der Mannschaft ein bisschen weitergeholfen, denke ich, durch den Punkt. Aber
das bringt in der Situation jetzt nicht allzu viel. Aber man muss das auch mal ein bisschen positiv sehen, denke ich, dass Jena die 3 Punkte nicht mitgenommen hat, weil es ein direkter Konkurrent, Chemnitz, Jena sage ich, sorry, dass Chemnitz die 3 Punkte nicht mitgenommen hat, weil es ein direkter Konkurrent von uns und ja, es ist halt traurig. Es sind jetzt, man kann das trotzdem sagen, zu viele Gegentore, letzte Woche schon 3, auch wenn man vorne die Tore macht, das ist, glaube ich, sehr frustrierend dann. Auf jeden Fall, das stimme ich dir zu. Ich habe das Spiel jetzt gegen Ingolstadt auch zu Hause gesehen, da ich verletzungsbedingt nicht mit dabei war, aber da haben wir auch offensiv super gespielt, denke ich, auch gute Chancen herausgespielt. Wir machen ja auch vorne Tore, weil wenn man bedenkt, letzte Woche 2, heute 3 und wir kassieren einfach zu leichte Gegentore, denke ich, was jetzt auch nicht unbedingt vielleicht nur an der Defensive liegt, das darf man ja nicht sagen, sondern 11 Mann spielen und da müssen 11 Mann hellwach sein in den Situationen und deswegen ist es schwierig, nach so einem Spiel was zu sagen, denke ich. Du hast gesagt, du hast angeschlagen. Bist du jetzt wieder topfit? Kann man das so sagen? Also ich habe jetzt seit Dienstag wieder mittrainiert und ja, ich bin fit, sonst wäre ich nicht im Kader, denke ich. Ist das vielleicht ganz gut, dass man jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen länger Pause hat oder würdet ihr gerne jetzt direkt wieder spielen, was unter der Woche? Also es ist ja nächste Woche Montag. Am liebsten will man immer jeden nächsten Tag, also morgen spielen, sage ich mal, weil vor allem in so einer Situation genießen kann man es ja nicht nach so einem Spiel, sage ich mal. Und deswegen, wir müssen einfach weiter an uns arbeiten. Weiter Gas geben von Woche zu Woche und versuchen, da unten rauszukommen. Es gab natürlich, die Fans sind natürlich auch nicht zufrieden, es gab schon ein paar Unmutsäußerungen und 10 Spiele ohne Sieg. Wie kann man die Fans wieder auf die Seite ziehen? Ja, die Fans kannst du einfach auf die Seite ziehen, nicht mit schönen Spielerei oder sonstigem, sondern du musst einfach Punkte gewinnen und deswegen verstehe ich schon irgendwo natürlich, dass die Fans ungeduldig werden, auch sauer werden, aber wir versuchen auf jeden Fall unser Bestes zu geben für den Verein, für die Mannschaft und deswegen kann man es irgendwo schon verstehen, denke ich. Heute 3:3 gegen Chemnitz. Ich denke, man hat sich vor dem Spiel was ganz anderes vorgestellt. Ja, jede Mannschaft stellt sich vor jedem Spiel, das Spiel zu gewinnen. Das haben wir auch. Und wir haben aber leider zu viele, zu einfache Gegentore bekommen, um mit 3 Toren das Spiel zu gewinnen. Das ist ja letzte Woche, gab es auch schon 3 Gegentore. Ja, was stimmt im Moment in der Defensive nicht? Das sind ja nicht nur die Jungs, die hinten in der Innenverteidigung spielen. Nee, insgesamt die Verantwortung. Dieses wirklich mit Leib und Leben das Tor zu verteidigen, das kriegen wir im Moment nicht auf den Platz und da werden wir nächste Woche dran arbeiten, dann machen wir es gegen Braunschweig besser. Positiv ist trotzdem zu sagen, dass die Moral der Mannschaft stimmt. 3-mal hinten gelegen, in der 89. Minute noch das 2:3, was normalerweise ein Todesstoß ist, trotzdem immer wieder gekommen. Ja, das ist ein riesen Pluspunkt der Mannschaft und das muss auch für die nächsten Wochen und Monate unser Faustpfand werden, weil das einfach eine Qualität ist, die diese Mannschaft absolut auszeichnet und deshalb, wir wissen nicht, wofür am Ende dieser Punkt gut ist. Klar wollten wir das Spiel gewinnen, aber wir wissen nicht, wofür am Ende dieser Punkt gut ist und wir müssen einfach darauf aufbauen. Wir müssen nicht alles schönreden, was heute passiert ist. Wir müssen es klar ansprechen und die Woche trainieren und besser werden und diese Moral müssen wir uns einfach beibehalten. Da dürfen wir nicht 1 Zentimeter von weggehen, weil das kann hinterher für uns den Unterschied ausmachen. Jetzt 10 Spiele nicht mehr gewonnen, die Fans wurden schon ein bisschen unruhig. Wie nimmt man das als Trainer wahr? Kann ich mit umgehen. Ist auch verständlich, die Fans kriegen auch nicht jeden Tag mit, was hier passiert und was wir erarbeiten, was wir besprechen. Und deshalb kann ich einfach damit umgehen, anders umgehen vielleicht als die Fans. Und ja, ist doch klar, wir sind doch alle unzufrieden. Also es läuft ja hier keiner, nochmal, ich glaube, ich habe das schon mal vor 2 Wochen gesagt, es läuft ja keiner durch den Kabinengang von uns und sagt, wir sind glücklich. Wir sind alle unzufrieden mit der Situation, wir sind alle unzufrieden damit, keine Spiele zu gewinnen. Aber eine Serie darf für mich keine Rolle spielen. Da muss ich eine andere Rolle haben und die werde ich auch vorleben, sondern wir werden versuchen, den MacBook umzustoßen. Und die nächste Chance dazu ist gegen Braunschweig. Es fällt ausgerechnet, ich glaube, Maurice Littkau aus 5. Gelbe, wenn ich richtig mitgezählt habe. Der war im letzten Mal ein Spiel ein wichtiger Mann, hat jeweils ein Tor geschossen. Kann man ihn überhaupt mit ersetzen? Ja, er muss einen anderen Bresche springen. Das werden wir uns dann ab morgen mal angucken. Aber die Ausfälle hatten wir auch die letzten Woche. Auch Sheriff Öcalan kam ja heute nur die letzten Minuten rein, weil er halt ausgefallen war vorher und nicht viel trainieren konnte. Und die Ausfälle werden wir kompensieren und müssen und werden damit umgehen. Und wir haben eine intakte Mannschaft und dann nimmt ein anderer die Rolle ein. Muss man jetzt wirklich auch das Defensivverhalten noch intensiver trainieren oder kann man das so trainieren? Scheinbar. Wird ganz einfach die Schwerpunkte für die Woche festzulegen. Also das ist einfach, die Bälle fliegen in 16 und steht ein Gegenspieler komplett frei, obwohl wir 4 Mann dort haben. Das geht einfach nicht. Das kann ich von draußen nicht lösen, das kann ich versuchen über die Trainingswoche zu lösen. Aber letztendlich im Spiel müssen die Spieler das dann umsetzen. Ist das ein Vorteil, dass man jetzt das nächste Woche Montag spielt oder würden Sie lieber jetzt sofort Freitagabend gegen Braunschweig spielen? Boah. Wir können viel arbeiten, das ist der Vorteil, den ich daraus sehe. Wir können viel trainieren bis dahin und werden dann die nächsten Schritte machen, weil darum geht es für uns, immer mehr Prozente zu sammeln. Und es ist ja knapp, es ist ja nicht so, dass wir an die Wand gespielt werden. Ja, wir kriegen leichte Gegentore, weiß ich, sehe ich. Und es ist Gefahr bei uns im 16er, aber wir werden da nicht auseinandergespielt. Ne? Wir müssen
die Tore vermeiden. Dann reichen auch, wir schießen in den letzten Spielen 2, 2, 2 und 3 Tore. Also ist ja nicht so, dass wir vorher nicht treffen, darüber haben wir ja mal am Saisonbeginn getroffen. Gesprochen. Mir wäre es mittlerweile lieber, wir spielen zu 0 und machen ein Tor. Wir schießen 3 Tore und gewinnen das Spiel nicht. Das müssen wir ändern. Preußen Münster für mein Herzen.